Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge in meinem neuen Format Unzensiert mit Frau Farbenfroh. Wer meine Mai-Vlogs verfolgt hat, der weiß ja schon ein bisschen was über dieses Format. Hier werde ich ganz unverblümt und ganz, ganz ehrlich meine Meinung zu gewissen Themen äußern. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ihr konntet mir auch schon Themenvorschläge machen, die ich jetzt so peu à peu abarbeiten werde. Und ihr könnt mir auch immer unter den Videos in den Kommentaren schreiben, wenn ihr zu einem bestimmten Thema meine Meinung hören wollt. Und dieses Video, das bringe ich heute raus in Kooperation mit Jessie von der YouTube-Familie. Sie macht ein Video zu dem gleichen Thema. Ihr Video und ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und das erste Thema soll heute sein Auszeiten. Auszeiten für sich als Mama nehmen. Ich möchte darüber sprechen, ob das nötig ist, ob das egoistisch ist, ob man diese Auszeiten allein nimmt, ob man sie zu zweit mit seinem Partner nimmt, wie man das Ganze organisiert und wie das bei uns aussieht. Wie diese Vorstellung, die man von dieser Auszeit hat, in einem Kopf ist und wie das dann in der Realität wirklich auch aussieht. Zuerst einmal ist es nötig, Auszeiten zu nehmen, natürlich. Also auf jeden Fall. Es klingt vielleicht in einer gewissen Weise egoistisch, sicherlich. Außenstehende und Leute, die vielleicht nicht Mütter sind, könnten das auch so interpretieren, dass es egoistisch ist, sich da rauszunehmen, so Zeiten für sich zu beanspruchen, aber es ist mega, mega wichtig. Und es fängt an mit Auszeiten von 15 Minuten, dass man einfach mal in Ruhe duschen möchte, wirklich, dass da nicht ein Kind reingeplatzt kommt oder irgendwo das Babyfon einen Gags von sich gibt. Schon das sind ganz, ganz kleine Auszeiten, die man im Alltag nehmen müsste. Und das sind die, die für mich am schwersten zu organisieren sind, ehrlich gesagt. Diese ganz, ganz kleinen Auszeiten. Weil ich denke dann immer so, ach, machst du das schnell, gehst du schnell duschen hier, 2 Minuten, tralala. Dann ist das erledigt. Und also ich nehme mir die Zeit einfach auch überhaupt nicht, um dann da mal ganz bewusst, ganz in Ruhe zu entspannen. Oder wenn ich mal irgendwo wirklich mal so 5 oder 10 Minuten Zeit hätte, dann mache ich halt wieder irgendwas. Und wenn ich irgendwo was putze oder doch wieder irgendwas am Handy mache oder ich mache immer irgendwas. Ich nehme dann die Zeit nicht, um mich einfach nur hinzusetzen und nichts zu machen oder was zu lesen oder irgendwas. Ich mache es dann halt nicht. Das ist sowas, was für mich am schwierigsten ist, diese kleinen Auszeiten im Alltag auch wirklich zu nutzen und mir zu nehmen. Was mir aber ganz wichtig ist, dass ich so größere Auszeiten habe. Und zwar, das kann mal sein, ein Abend mit einer Freundin zum Beispiel. Da hatte ich jetzt seit Sveas Geburt schon 3 davon sogar. Und zwar, das erste Mal war ich mit einer Freundin im Kino. Dann war ich bei einer Freundin zu Hause und wir haben einfach so geschnackt. Und ich war sogar schon mal weg abends. Ja, auch da, wer meine Mai-Vlogs verfolgt hat, der hat auch das miterlebt. Und ja, das ist halt so, ich habe das relativ zeitig bei Svea gemerkt, dass ich das unbedingt brauche, weil sie halt sehr, 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 sehr anstrengend war, mich sehr natürlich in Anspruch genommen hat und ich mich da auch wirklich sehr ausgelaugt gefühlt habe und dieses Gefühl hatte, ich war nur Mutter und nichts weiter. Und ich wollte aber einfach mehr sein, ich bin ja auch mehr. Und in diesen Zeiten, die ich da hatte, konnte ich da auch wirklich aufatmen, konnte neue Energien sammeln und habe halt einfach mal nicht daran gedacht, was zu Hause ist oder was als nächstes zu Hause passieren kann, ne? Und das tat wirklich richtig, richtig gut. Und das sind so diese Sachen, wo man sagt, das ist unbedingt notwendig, dass man das wirklich macht und dass man es auch regelmäßig macht. Und es ist überhaupt nicht egoistisch, weil im Grunde tut man nicht nur sich selbst damit was Gutes, sondern auch den anderen. Weil wenn du dich selbst besser fühlst, ausgeglichener bist, dann gibst du das natürlich an außen auch weiter. Du bist viel entspannter mit den Kindern, meckerst vielleicht nicht ganz so schnell. Du bist lieber zu deinem Partner, du streitest dich nicht so viel mit ihm, einfach weil du ausgeglichener bist durch diese Auszeit. Deswegen ist das überhaupt gar nicht egoistisch, ganz im Gegenteil. Es ist einfach wichtig für alle. Also eigentlich muss jeder Teil der Familie diese Auszeiten für sich nehmen können. Vince bekommt diese Auszeiten, wenn er zum Beispiel bei seinem Opa ist. Einfach weg von uns allen und da halt mal total betüdelt werden kann. Manu nimmt diese Auszeiten, wenn er zum Beispiel beim Sport ist oder bei Freunden ist, auf Feiern ist. Und ich nehme natürlich diese Auszeiten auch, wenn ich mich mit Freundinnen treffe. Oder ich habe mir jetzt sogar manchmal schon richtig ganze Tage aufgenommen. Sonst waren das halt immer nur Abende. Aber letztens war ich zum Beispiel meinen ganzen Tag in Leipzig, habe die Kinder bei Manu gelassen und es hat auch funktioniert. Also da muss man seinem Partner auch schon ein bisschen vertrauen, dass das funktionieren kann. Und ganz ehrlich, was ich kann, dass ich mich
Tage, Stunden, Wochen mit zwei Kindern allein kümmern kann, dann kann das mein Mann auch. Ganz einfach. Und er kann sich auch Hilfe holen, wenn es nicht so sein sollte. Und meine nächste Auszeit, also wenn ich das hier drehe, dauert es natürlich eine Weile, ehe ihr das seht. Und dann ist das schon passiert. Aber meine nächste Auszeit ist zum Beispiel am Samstag. Da fahre ich nach Berlin auf zwei Veranstaltungen und ich werde wahrscheinlich auch wieder Melli treffen. Und es ist so ein bisschen, es hat natürlich auch ein bisschen was mit Arbeiten zu tun, aber das ist auch eine Auszeit für mich. Einfach in dieser Arbeit, die mir sehr, sehr viel Spaß macht, aufzugehen, das für mich zu machen, nur daran zu denken, an mich zu denken, halt, da bin ich nicht Mutter. Da bin ich vielleicht auch nicht mal nur Jule, sondern da bin ich halt auch die arbeitende Jule. Das ist noch mal eine ganz andere Ebene einfach. Das ist auch eine gewisse Auszeit, wenn man dann wieder anfängt zu arbeiten zum Beispiel. Und da freue ich mich immer sehr drauf. Und das ist natürlich dann auch immer die Frage, wie organisiert man das? Ich plane sowas immer sehr, 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 sehr langfristig, meistens 1 bis 2 Monate schon vorher. Ich schaue dann immer, das Gute ist, in Manus alten Job wäre das sehr, sehr schwierig geworden, weil da hatte er meistens nur ein Wochenende im Monat frei und dann will man das natürlich auch zusammen verbringen. Jetzt in seinem neuen Job hat er jedes Wochenende frei. Und da ist das natürlich perfekt für mich. Ich schaue dann halt immer, dass er an dem Tag, wo ich was unternehmen möchte, nicht unbedingt Fußball hat, weil das möchte ich ihm schon so zugestehen, dass er da seine Fußballspiele haben darf. Oder irgendwelche Geburtstage oder Feiern, weil das steht auch viel im Moment bei uns an. Und dann lege ich das halt immer auf den anderen Tag, wo er halt kein Fußballspiel hat, wie halt jetzt kommendes Wochenende. Und dann kann er halt auch nichts dagegen sagen. Er hat halt kein Argument dagegen im Grunde, weil er darf theoretisch dreimal die Woche zum Sport, er darf zu Freunden, er hat seine Fußballspiele am Wochenende. Diese Zeit kann ich ja nie wieder aufwerten und deswegen stehen mir diese Auszeiten auch zu und er hat natürlich kein Argument dagegen, denn Svea bekommt Fläschchen, sie ist unglaublich lieb. Man kann es definitiv auch mit beiden Kindern alleine schaffen, das mache ich ja jeden Tag. Und ja, da sieht auch der Mann mal, was die Frau eigentlich wirklich so jeden Tag leistet. Und das ist auch gut. Das tut den Männern gut, das tut den Frauen gut, das tut einfach allen gut. Genau, und dann ist halt noch die Frage, muss man sich diese Auszeiten zwingend allein nehmen oder kann man diese Auszeiten auch mit dem Partner nehmen oder wie oder was? Natürlich ist es für uns immer einfacher, wir nehmen diese Auszeiten alleine, weil dann der jeweils andere für die Kinder da ist. Aber man möchte natürlich auch mal was mit dem Partner unternehmen. Wir hatten uns vor 2 Jahren, glaube ich, ist das jetzt her, hatten wir uns mal vorgenommen, jeden Monat ein Date zu haben. Also jeden Monat gehen Manu und ich einmal zusammen abends weg. Das haben wir, glaube ich, 2 Monate lang durchgehalten, dann hat es wieder nicht mehr funktioniert, weil man einfach nicht so viele Möglichkeiten hat, dann die Kinder immer unterzubringen. Jetzt, wo Svea noch so klein ist, möchte ich es erst recht gar nicht haben. Und da ist es echt schwierig, die Auszeiten zu zweit zu nehmen. Wir versuchen es aber so wenigstens einmal im Vierteljahr, dass wir beide gemeinsam ohne die Kinder was unternehmen. Das wird jetzt auch bald stattfinden. Ich kann noch nicht so viel sagen, denn das ist Manus Geburtstagsgeschenk, aber ich habe es mit seinen Eltern abgesprochen und die nehmen uns beide Kinder ab. Und dann können wir sein Geburtstagsgeschenk quasi einlösen. Und auch im September wird es nochmal so eine gemeinsame Auszeit geben, wenn wir zusammen bei einer Hochzeit ohne die Kinder sind. Und ja, aber da ist man halt auf andere Menschen angewiesen und das ist nicht immer einfach, das hat nicht jeder. Mittlerweile haben wir sogar eine Babysitterin für Vince und wenn Svea dann alt genug ist, vermute ich auch, dass sie dann hoffentlich auch beide Kinder übernehmen wird und da wird es dann schon wieder für uns einfacher natürlich. Auch wenn die Kinder dann so alt sind, dass sie alleine zu Hause bleiben können abends mal, dann ist das natürlich überhaupt gar kein Problem mehr. Aber jetzt im Moment ist es natürlich schwierig. Deswegen ist es gar nicht so einfach, das zu zweit zu organisieren. Man kann aber Auszeiten auch nehmen mit einem der Kinder. Also jetzt mit den 2 Kindern ist es für mich schon, ich könnte sagen, so eine halbe Auszeit, wenn ich nur mit einem Kind unterwegs bin. Deswegen, ich habe schon mal so eine Auszeit mit Svea genommen, da war ich mit einem Tag mit ihr in Berlin. Das ist schon wesentlich entspannter als nur mit 2 Kindern. Und man gibt diesem ein Kind seine volle Aufmerksamkeit und muss es nicht teilen. Schon das ist entspannt für einen selbst. Und schön für das andere Kind. So eine Auszeit nehme ich jetzt auch bald mit Vince. Mit dem fahre ich auch nach Berlin. Da treffen wir auch wieder Melli und gehen zusammen wahrscheinlich in den Tierpark. Und das ist eine Auszeit für mich von diesem Babyalltag. Schon wieder was ganz anderes mit Vince und was viel entspannteres. Und für Vince ist es halt einfach schön, mal einen ganzen Tag nur für sich alleine die Mama zu haben. Und das zähle ich auch schon unter Auszeiten. Schon erstmal rauskommen und was anderes machen und wie gesagt nicht
zwei Kinder und vielleicht noch den Partner, um sich zu haben, sondern so wirklich nur ein Kind. Das ist auch schon eine Auszeit und das kann man organisieren, das bekommt man organisiert wirklich. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das ist, wenn man zum Beispiel einen Mann hat, der am Wochenende immer arbeitet, wenn man keine Eltern, Großeltern hat, die die Kinder mal abnehmen können, wenn man keine Freunde hat, die das machen können. Wir haben halt auch das Glück, wir haben viele Freunde, die auch Kinder haben, wo man ein Playdate verabredet und dann ist eins der Kinder halt schon mal versorgt zum Beispiel. Und umso älter die Kinder werden, umso einfacher wird es dann natürlich. Und das muss man auch, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wenn es jetzt gerade sehr, sehr schwierig ist, man muss immer denken, irgendwann sind diese Kinder so alt, dann wollen die gar nichts mehr mit einem zu tun haben. Und dann hat man so viel Zeit für sich selber, dass man dann schon wieder an die Zeit zurückdenkt, wo man die Kinder noch ganz, ganz viel um sich hatte. Und ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Man hat immer so eine gewisse Vorstellung, wie das laufen kann. Und dann sieht die Realität vielleicht ganz, ganz anders aus. Wie halt, dass wir uns vorgenommen hatten, einmal im Monat ein Date zu haben. Und wir dachten, ja, das ist total simpel. Einmal im Monat findet man schon jemanden. Damals war es ja nur Vince. Findet man schon jemanden für Vince? Nein, es war nicht so. Es war wirklich sehr, sehr schwierig, das einzuhalten. Und dann haben wir das auch schleifen lassen und nicht mehr konsequent einfach verfolgt. Und so sehr man sich das auch vornimmt, man muss sich dann immer wieder auch daran erinnern, jetzt mit Svea ist es einfach nicht möglich. Und deswegen haben wir es so auf ein Vierteljahr gesagt. Und selbst da muss man wirklich dranbleiben und das machen. Man denkt dann immer so, ach, ich brauche es nicht und ach, es muss nicht sein. Und es geht ja auch so, nein, es geht nicht. Es geht viel, viel besser, wenn man halt doch diese Auszeit hatte. Und im Moment machen wir es halt, wie gesagt, dass wir die Auszeiten getrennt voneinander nehmen, einfach weil es sich einfacher für uns realisieren lässt. Irgendwann können wir die Auszeiten auch wieder zusammennehmen. Aber ich finde, es ist mega wichtig und es ist gar nicht egoistisch. Und wenn es egoistisch ist, dann bin ich gerne egoistisch, weil es mir gut tut und das wiederum auf meine Familie auch abfärbt. Mich würde natürlich jetzt eure Meinung zu dem Thema interessieren. Nehmt ihr euch Auszeiten? Könnt ihr sie euch vielleicht nicht nehmen? Oder findet ihr es sogar egoistisch, sich solche Auszeiten zu nehmen? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, auch gerne auf Themenvorschläge für das nächste Unzensiert. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!